Hey Markus. Hallo Burkhard. Hey. Hey, wir sind hier in deinem ziemlich coolen Mystery Train Studio und spielen heute mit ein bisschen mit deinen coolen Amps, mit Mikrofonen und natürlich mit den neuen Lele-Geräten. Und ja, erzähl doch mal, was wir hier jetzt hier haben zum Aufnehmen. Ich freue mich drauf und ich habe jetzt mal drei Amps aufgebaut, einen Blackface Vipolux mit 60er, mit einem Melodium-Bändchenmikrofon, französisches Bändchenmikrofon, wunderschön, dann mit 60er Marshall 18 Watt Amp mit zwei 12ern. Gibt es nicht so oft, klingt ganz toll. Und auch ein Bändchenmikrofon in RCA und ein mit 60er Deluxe Reverb Blackface, ein 12er. Auch ein RCA-Bändchenmikrofon, also drei Bändchenmikrofone und natürlich der Vipolux mit zwei Zehnern. Super. Ja, damit fangen wir auch an. Ja, genau. Den habe ich jetzt mal direkt hier ohne irgendwas verkabelt. Genau. Dann hören wir erstmal, wie der Amp so klingt. Ich weiß schon, er klingt fantastisch. Leg ich einfach mal los. Mehr, oder? Zumindest anders. Also Fülle bringt es natürlich total, mit zwei Amps zu spielen. Und so eine räumliche Komponente einfach auch. Lass uns mal ausprobieren, wie das kommt, wenn wir einfach die Phase drehen. Ja. Von beiden Amps sind getrennt. Wenn ich jetzt mal hergehe und einfach den Ground-Schalter drücke, dann sind die Massen wieder verbunden. Und man hört ein deutliches Brummt. So, mache ich den Ground-Schalter raus, sind die Massen getrennt, es brummt nichts. Ja, ein bekanntes Problem, wenn man mit mehreren Geräten auf der Bühne oder im Studio ist. Ja, Ja. genau. So, jetzt haben wir noch einen dritten Amp dazu. Weil man kann auch einfach mehrere Amps mischen. Macht doch richtig Spaß. Mal kurz demonstrieren, was passiert, wenn man die Massenschalter alle drückt. Dann sind die Massen von allen Amps verbunden. Und dann hört es ja so an. Das ist relativ laut schon. Würde ich sagen. Ja. Aber auch nicht ungewöhnlich. Also ich kenne das Geräusch gut von Bühnen.
So, jetzt spiel einfach nochmal und dann versuchen wir auch die richtige Phase für den Marshall Amp zu finden. Ja, ganz genau. Ganz schön, jetzt hat man in der Mitte den Marshall mit ein bisschen mehr Grip mehr auf, ein bisschen mehr Angriff. Das klingt toll. Sound. Ist schön fett. Ja. Eigentlich so, was mag. Ziemlich frei von Nebengeräuschen und einfach dreidimensional. Genau. Und es ist ja nur Amps. Was mir jetzt, wenn ich das Setup so aufbauen würde und wir hatten vor so ein bisschen Blues-Kontext, da fände ich wunderschön auf einem dieser Amps was Modulierendes zu haben. Zum Beispiel dann. Ein Vibe oder sowas. Dann machen wir einen rein. Unbedingt. Wenn man zwei Amps aufnimmt, dann ist es auch manchmal schön, wenn man einen Amp direkt hört und direkt anspielt und über einen anderen Amp einfach einen Modulationseffekt dazu nimmt, wie Chorus, Hall, Delay, keine Ahnung. Wir haben jetzt hier einen Univibe. So, das Problem mit der Brummschleife ist genau dasselbe. Wir haben auch genau, je nach Effekt, auch dieses Phasenproblem. Und Markus, was führen wir jetzt hier vor? Ich habe jetzt auf einem Amp auf dem Deluxe ein Univibe. Und was ich bei so einer Sache wichtig finde, ist einfach zu probieren. So einfach auch die Fantasie ein bisschen freien Lauf zu lassen. Auch zwischen den Amps zu probieren, wo klingt es besser? Welche Modulation klingt geil? Und ich führe es jetzt mal einfach trocken vor, ne? So einfach, ne? Ja, genau. Und wir hören praktisch kaum oder gar keine Nebengeräusche. Ja. Wunderbar. Ja. Und das Tolle ist, wenn man, also das klingt natürlich auch schön auf beiden Amps, dann ist der Effekt deutlicher.
Das Schöne ist, man hat fast sowas wie eine Dreidimensionalität, mhm. wenn man das nur auf einem macht. Das kommt aus verschiedenen Richtungen dann. Ja. Ich kann es gar nicht mehr so richtig orten. Ich merke das auch auf Bühnen. Wenn die Amps gut gestellt sind, hat es einen unfassbaren Effekt. Mhm. Super. Ja.